Hallo Leute, die Bowser-Legende begrüßt euch um 9:45 am Abend zu meinem Kirby 64, der Crystal Starts Let's Play. Letztes Mal, im letzten Part, waren wir auf der Whiskeyburg und kurz danach im brodelnden heißen Vulkan und haben so einige Hürden überlebt. Zum Beispiel das Bilderrätsel, dann, dass man Eis holen musste. Wir sind vor dem Vulkanausbruch geflohen, vor der Vulkanverfolgung und auf der Whiskeyburg sind wir so einigen Schluchten ausgewichen. Und in einige hineingefallen. Okay, Leute, ich habe versprochen, dass wir in diesem Part jetzt diesen Endboss hier besiegen von Neostar. Aber einen Augenblick müsst ihr mir wieder geben. Ja, ich habe es mir gedacht, die Aufnahme ist fast down. Okay, jetzt passt's. Jetzt ist alles in Ordnung. Okay, Leute, auf geht's. Zeigen wir dem Lava-Monster, was eine Hake ist. Bei diesem Endboss gibt es zwei Abschnitte. Das ist der erste. Das ist seine stärkste Attacke oder seine fieseste. Jede Attacke richtet eigentlich gleich viel Schaden an. Da gibt es eigentlich keine Stärken und Schwächen. Bei Kirby halt zumindest nicht. Und ein Element könnt ihr euch hier nicht holen, außer Feuer natürlich, aber das bringt dir gar nichts. Also sobald ihr ihn angreift mit dem Feuerball, verbrennt ihr euch selber den Arsch. Und das wollt ihr ja nicht. So, wieder getroffen. Also Vorsicht bei dieser Attacke, weil wenn ihr euch packt, verliert ihr zwei Leben, wenn es blöd ausgehen kann. Weil das ist nämlich noch nicht alles. Das ist noch der einfachere Abschnitt vom Endboss, wo man gerade vom Teufel spricht. Jetzt beginnt der zweite Abschnitt vom Endboss-Kampf. Und deswegen solltet ihr gut auf eure Energie achten, weil wenn ihr jetzt bloß noch ein, zwei Leben habt, dann schaut es schlecht für euch aus, weil das wird jetzt um einiges noch härter. Okay, ich muss schauen, welche Attacken er einsetzt. Okay, er löst einen Steinhagel aus. Hierbei solltet ihr springen und ihm die Steine ins Gesicht spucken und nicht auf seinen Körper. Das macht ihm gar nichts mehr aus. Es muss immer ins Gesicht rein. So, geschafft. Okay, jetzt speit er Feuer. Hierbei solltet ihr euch so nah wie... aber nicht zu nah. Da solltet ihr euch so... Alter! Da solltet ihr euch so nah wie möglich an ihn ranstellen, ohne euch, wie es mir gerade passiert ist, die Fresse zu verbrennen. Und dann könntet ihr theoretisch euch ducken und das Feuer macht euch nichts aus. Aber trotzdem, Vorsicht ist immer geboten. So wie jetzt. Weil wenn ihr euch überall duckt oder fliegt, die Attacke trifft immer. Ist gefährlich, der Endboss, ich weiß. So, aber jetzt ist es bestimmt vorbei. Jawohl! Das war's schon, Leute. Ein leichter Klaps beendet das Endergebnis. Leute, das war der letzte Kristall von Neostar. Hi. Tja Leute, jetzt sind Kirby und seine Freunde ihrem sogenannten Vulkanausbruch, den sie verursacht haben, nur knapp entkommen und haben es auf den Planeten 5 geschafft, nämlich Shiverstar, ein Eisplanet. Oh ja Leute, früher war es einer meiner Hassplaneten und Hasslevels, aber heute mag ich ihn. Dann wollen wir doch mal gleich mit dem ersten Level beginnen, das sieht aus wie eine Schneeebene. Fangen wir an und sammeln die ersten 3 Juwelen. Oh ja, das hat wirklich was. Auch die Musik ist toll. Und das Feuerwerk. Ich liebe dich. Das ist eine super Attacke, Leute. Sie hat eine große Reichweite, ist gefährlich und zerstört alles, was ihr in den Weg kommt. Außer Gordaus natürlich. Gegen diese ist diese Attacke natürlich wie immer immun. Emulatorhänger
Und naja, es muss auch unbesiegbare Gegner geben in einem Spiel, Leute, weil stell ich mir vor, jeder Gegner wäre besiegbar, dann hätte dieser Gegner sozusagen keine besondere Bedeutung mehr. So wie in Mario 64 die Kubus Holicus, die was so als Würfel sind, auf in der Wüste, wenn die nicht unbesiegbar wären, die hätten dann auch, wie soll ich jetzt sagen, keine große Bedeutung mehr. Also ich meine jetzt diese braunen Boxen, die unten eine freie Seite haben und die halt immer hin und her stampfen. Nicht in der Pyramide, sondern draußen, weil in der Pyramide gibt es ja nochmal solche, wie den Walzen Walter und den Schmissi. Das weiß ich alles aus dem Lösungsbuch. Das ist mein absolutes Lieblingslösungsbuch und es ist scheiße heruntergekommen, weil wir das schon damals benutzt haben. Da war ich vielleicht 3 Jahre alt oder so. Da hat mein Bruder seinen ersten Nintendo 64 bekommen. Und ich habe da also sozusagen immer wieder mal mitgespielt und kein Level gewonnen. Aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe Mario 64 über alles geliebt. Dank ihm bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, Nintendo zu spielen. Würde ich das damals nicht gespielt haben, dann würde jetzt alles ganz, ganz anders ausschauen. Auf jeden Fall. Ich bin froh, sozusagen ein Mitglied von Nintendo zu sein. Oder besser gesagt, ich will jetzt nicht sagen Mitglied von Nintendo, weil ich stelle ja keine Spiele her oder so. Besser gesagt, ein Mitglied von den Nintendo-Fans. Genau das Wort habe ich gesucht. Spring! Hoppa! Yes! Snowboard fahren ist so schön, auch wenn das gar kein Snowboard ist. Boing! Okay, Zwischenboss. Da oben ist Eis, das könnt ihr nur mit dem Feuerwerk entfernen. Darum habe ich es mir auch geholt. So, und der ist schnell besiegt. Der ist kein Problem für mich. Was habe ich gesagt? So, raus aus dem Iglu, hier ist es scheiße kalt. Auch wenn hier drin Weihnachtsstimmung ist. Aber Kirby hat echt kein Problem mit den Temperaturen. Zuerst war es total heiß und jetzt ist es scheiße kalt. Und echt, dass Kirby damit kein Problem hat. Naja, Leute, Kirby ist eben ein Fabelwesen. Der hält so einiges durch. Okay, hier unten weiß ich, da war irgendwo noch ein Kristall. Und den suche ich jetzt. Da war er, genau. Das ist ein super Versteck. Aber ich habe ihn gefunden und das war der letzte. Jetzt haben wir schon mal die ersten 3 von Shivers da. Dude, das ist eine super Aktion heute. Aus dem... Boah, blöder Gordau. Leider kann ich es dem nicht heimzahlen. Hopp. Spring, spring, spring. Und lauf weiter, Kirby. Der Arsch gefriert dir sonst. Wusstet ihr eigentlich, Leute, dass Eskimos Kühlschränke benutzen, damit ihr Essen nicht einfriert? Ist wohl wirklich so. Ihr könnt es mal nachgoogeln. Das ist ohne Witz so, wirklich. Ich habe es auch fast nicht gedacht, aber die benutzen den Kühlschrank jetzt zur ganz anderen Methode. Weil im Kühlschrank ist ja natürlich eine viel wärmere Temperatur als am Nordpol oder in Grönland oder wo die Inuits, sage ich jetzt, Eskimos ist nämlich eine Beleidigung eigentlich, obwohl auch in Kinderbüchern überall Eskimos steht, ich kann es nicht verstehen. Aber das ist halt genauso wie als wenn man zu einem Zigeuner, zu einem Roma, sage ich jetzt, ja, Zigeuner sagen würde. Das ist aber total daneben. Sollte man nicht machen. Dass man halt keinen Ärger bekommt. Das ist genauso wie jetzt, wenn man sagen würde, Ausländer raus oder sowas. Das muss einfach nicht sein, Leute. Schlechte Menschen gibt's überall. Auch wenn es ist. Es müssen nicht immer nur die Ausländer sein. Das ist ein blödes Vorurteil. Ham! Oh. Ja, aber Kirby hat jetzt ganz andere Sachen im Kopf wie Rassismus, nämlich den Shiverstar zu besteigen. Und zwar machen wir weiter im zweiten Level, wo es ebenfalls 3 Kristalle gibt. Das ist ein sogenanntes Wolkenlevel. Aber Leute, ich habe wieder was vergessen, und zwar ein Element zu besorgen. Ja, was denn sonst? Wir sehen uns an dieser Stelle wieder. So Leute, es geht weiter und ihr habt euch gesehen oder ich habe es euch jetzt gezeigt. Und zwar habe ich einen Igel mit Blitz besorgt. Genau das, was ich brauche in diesem Level. Ja, nämlich um wieder was zu zerstören, damit ich einen Kristall bekomme. Aber ich darf auch bloß nicht sterben, weil genau dann ist nämlich dieses Element weg. Und dann muss ich das ganze Level nochmal von vorne machen. Wie im Bergwerk. Alles klar, dann... Ja, weiter nach unten geht's nicht mehr, aber trotzdem.
ein anstrengendes Level. Ich hab's gehasst, ganz ehrlich, auch auf dem N64. Ein Level, das ich auch nicht wirklich mag. Aber naja, jetzt wo ich's Let's Playe, ist es bestimmt etwas anders und etwas lustiger. Ach du Kacke! Lass mich am Leben! Ja, super. Ach, ich sehe gerade, mein Handy kackt gleich ab, das hat kaum noch Akku. Und der erste Kristall! Süß! Okay, passt. Da machen wir weiter, Leute. Die anderen Kristalle werden uns noch zu gegebener Zeit begegnen. Jo, schön, hier werden wir nach oben getragen. Oh ja, diese Mucke haut echt rein. Was für eine schöne Kindermusik. Und noch höher in den Himmel. Ich weiß gar nicht, wie hoch dieser Himmel denn sein kann. Und der zweite Diamant ist in unserer Hand, Leute. Wie schön. Okay, wir machen gleich weiter. Wir brauchen nicht unnötigen Kram einsammeln. So, jetzt sind wir ganz oben in der Wolkendecke. Und hier wimmelt es von Kristallen und bösen Gegnern. Genauso wie diese Wolkenträne. Ja, und diesen komischen Silhouetten hier, die immer wieder größer und kleiner werden. Und uns damit in die Schluchten stürzen wollen. Diese Leute versuchen echt alles, um uns aufzuhalten. Ich verstehe es nicht. Naja, wer muss es denn verstehen schon? Spring, Kirby, spring. Und zerstör diese Viecher. Sie haben dir Böses getan. Lass keine Gnade walten. Diese Viecher haben sie auch nicht verdient. Glaubst du, dass die Gegner Gnade zeigen? Okay, mit Kirby reden ist echt Schwachsinn, der hört das sowieso nicht. Aber lustig wär's. Okay. Nintendo hatte ja schon mal in Mario Party 6 versucht, dass man mit den Spielern dort reden kann. Und dann damit halt irgendwie so Befehle erteilen kann. Also diese Mikrospiele in Mario Party 6, aber das war daneben. Das hat den Leuten nicht so gut gefallen. Wenn es wirklich der absolute Schrei gewesen wäre, dann wäre das in Mario Party 8 nochmal gekommen, aber ne, das kam wirklich nicht mehr. Okay, dieses Level scheint etwas länger zu sein und nimmt auch viel in Anspruch. Zum Beispiel jetzt hätte ich mich... Oh, zum Glück hat das Element nicht verloren, das wäre jetzt hier tot gewesen. Ach, dann verreck doch am eigenen Fleisch. Tschüss. Erbsenwichser. Renn. Und stolper. So, hierfür brauchen wir das, Leute. Für dieses komische, rosa Scheißteil hier. Und der Kirby hat bestimmt nur noch, wie soll ich jetzt sagen? Ja, ein Leben. Ich glaube, er schläft schon. Nein, dann hat er noch zwei Leben. Okay, diese Attacke ist wirklich ein absoluter Mist, aber ich habe es wenigstens geschafft und habe den dritten Juwel, das dritte Juwel erhalten. Oder den dritten Kristall, besser gesagt. Juhu! Alles klar, Leute, dann im nächsten Part werden wir auch ein ganz interessantes und sogar ulkiges, lustiges Level machen. Ich hoffe, dass ich dann demnächst mal wieder einen Gastkommentator einladen kann, weil bis jetzt war ja nur einmal Jeffrey dabei. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal an dieser Stelle, eure Bowser-Legende. Danke fürs Zuschauen!